Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reden wir Track Days. Genau, also wichtiges Thema. In den letzten Jahren viel gefahren, hauptsächlich auf der Nordschleife. Viele Veranstalter getestet, viele positive, aber auch, ich sag mal, nicht negative Erfahrungen oder teilweise doch, aber auf jeden Fall Erfahrungen, wo ich sage, da ist Potenzial bei Veranstaltern. Ich würde ganz klar differenzieren in Sachen Trainings und Track Days, Open Pitlane Track Days, wo ich sage, es gibt Veranstaltungen, die haben Anleitungscharakter. Sprich zum Beispiel ein Sportauto-Perfektionstraining, wo du in Gruppen fährst, wo du einen Instruktor hast. Und dann gibt es Trackdays, die einfach Open Pitlane sind. Sprich, der kommt da morgens an, dann gibt es kurzes Dödöm, los geht's, Schranken gehen auf und ihr gebt den ganzen Tag Stoff. Also da würde ich definitiv differenzieren. So habe ich das auch aufgebaut. Wir reden jetzt erstmal über Anleitungscharakterveranstaltungen, sprich Sachen wie Trainings. Und danach kommen wir zu Veranstaltern wie Schnelle Schwaben, wie Mantai, wie Trackdays.de, wie Pistenclub. Die Trackdays machen, wo Open Pitlane ist, sprich einfach fahren all day. Wir fangen an mit den Veranstaltungen mit Anleitungscharakter. Ganz oben für mich habe ich bis jetzt 5-mal gemacht, das Sportauto-Perfektionstraining an der Nordschleife. Findet 2-mal im Jahr statt, kostet 2.699 Euro. Keine Angst, wir nehmen den Preis gleich mal auseinander, weil erstmal hört es sich extrem viel an. Ein zweiter Fahrer, solltet ihr euch ein Auto teilen, kostet 699 Euro. Und solltet ihr jemanden mitnehmen wollen, 299 Euro kostet der Beifahrer. Das finde ich viel. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ihr 2 Tage fahrt. Ja? Den ersten Tag komplett geführt in Gruppen. Eine Gruppe besteht aus 5 Leuten plus Instruktor. Der Instruktor hat ein Walkie-Talkie. Ihr lernt die Nordschleife wirklich extrem gut kennen. Der zweite Tag beginnt mit geführten Fahren bis 11 Uhr und dann ist Open Pit Lane. Sprich, die Tore gehen auf und ihr könnt frei fahren. Nach dem geführten Fahren ganz cool, denn man kann das Gelernte umsetzen. Sich hoffentlich nicht übernehmen, aber man kann es auf jeden Fall umsetzen. Für wen ist das Sportauto-Perfektionstraining richtig? Ich sage mal auf jeden Fall für jemanden, der noch nie auf der Nordschleife war, ja. Denn es gibt die hinteren Gruppen, da wird definitiv auf die Linie geachtet. Erstmal ganz langsam angefangen. Da wird sich nicht über irgendwelche Rundenzeiten gekümmert. Da wird erstmal nur, wo fahre ich hier lang, wie geht's, es wird viel gelernt. Also auf jeden Fall für jemanden, der noch nie auf der Nordschleife war. Dann gibt es natürlich auch die Gruppen, die sind vorne, Gruppe 1, 2, 3 und sowas. Da geht es richtig zur Sache. Da werden dann schon andere Reifen gefahren und dann da wird schon niedrige 7 Minuten Zeit über den ganzen Tag gefahren. Auto bringt man hier selber mit, das wird nicht von Sportauto angeboten. Oder ihr mietet euch einen für dieses Event, aber die meisten kommen mit einem eigenen Auto. Zusammengefasst, Sportauto, auf jeden Fall schon das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe. Organisationstechnisch, auch von den Leuten, die Instruktoren sind, gibt nicht viel Besseres, muss man einfach so sagen. Also, dicke Empfehlung, sowas zu buchen und 2.699 Euro für 2 Tage voll Nordschleifenmiete plus Instruktor über 2 Tage plus Essen, Abendveranstaltung, Getränke, alles inklusive, schon sehr gut, sehr, sehr gut. Dann gibt es das Sektorentraining Scuderia S7 nennt es sich. Es kostet 3.250 Euro, ziemlich kräftig. Und es ist ein Sektortraining. Sprich, ihr fahrt zum Beispiel in Hatzenbach auf der Nordschleife mehrmals hintereinander. Es stehen Instruktoren um die Strecke rum und bewerten, wie ihr die verschiedenen Kurven fahrt. Also ganz interessant. Dann ist natürlich auch geführtes Fahren auf der gesamten Strecke dabei. Und es ist freies Fahren dabei. Ich habe das Training noch nicht gemacht. Ich glaube, ich werde es auch nicht buchen, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin einfach der Fan von ganzen Rundenfahren. Aber wenn es jemand gemacht hat und positive sowie negative Erfahrungen hat, haut es gerne in die Kommentare. Dann gibt es natürlich die Porsche Experience. Das ist das sogenannte Master-Training auf der Nordschleife. Bei Porsche sind die Trainings so aufgebaut, dass es verschiedene Level gibt. Performance beispielsweise, Master. Und ihr müsst, um beispielsweise das Master-Training gemacht zu haben, die verschiedenen Level darunter schon absolviert haben oder Trainings in vergleichbarer Qualität gemacht haben. Okay, das Training kostet 3.500 Euro. Gut, Porsche-Preise, nicht billig. Ich denke von der Organisation, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, es ist High-End, also besser geht's nicht. Das ist Porsche immer. Ich habe noch nie ein Event gemacht, was noch nicht gut war. Ein Beifahrer kostet 300 Euro. Das Training geht auch über 2 Tage. Und ihr könnt theoretisch auch ein Auto mieten von Porsche. Habe ich mal unten eingeblendet, ist nicht billig, aber ihr könntet euch zum Beispiel einen GT3 mieten oder einen Turbo oder einen Cayman. Ist ganz cool. Personal Instructor wird angeboten, kostet 5.000 Euro. Kräftig, aber dadurch, dass es eh angeleitetes Fahren ist, sprich Gruppenfahren, wie beim Sportautotraining auch, würde ich es darauf beharren lassen und mir nicht nur einen daneben setzen. Das wäre irgendwie doppelt gemoppelt. Dieses Jahr werde ich es das erste Mal machen, auch auf der Nordschleife. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Ich schätze es wie Sportauto an, also sehr, sehr gut, vielleicht sogar noch besser. Ich bin gespannt, auch was das Tempo angeht. Dann gibt es das Gehtlich-Nordschleifentraining. Werde ich dieses Jahr das erste Mal machen, kostet 1.690 Euro, geht einen Tag. Soll vom Tempo, was ich bis jetzt gehört habe, nicht so hoch sein wie beispielsweise Sportauto in den vorderen Gruppen. Es gibt Gruppenfahrten, sprich ihr fahrt in der Gruppe hinter dem Instruktor her und es gibt freies Fahren. Also es wird alles am einen Tag aufgeteilt. Beifahrer kostet 69 Euro, sehr fair, Daumen nach oben dafür. Weitere Fahrer kostet 280, finde ich auch ganz fair. Also auf jeden Fall gut. Das waren die Trainings. Für mich ganz klar Sportauto an erster Stelle, aber ich habe Porsche noch nicht gemacht. Sportauto kann ich aber auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Und wie gesagt, die Termine für dieses Jahr leider schon wieder ausgebucht. Es gibt eine Warteliste, aber Sportauto für Erfahrene sowie auch für Anfänger. Meiner Meinung nach das Beste, was man auf der Nordschleife fahren kann. So, das nächste Thema sind Track Days. Was bedeutet, ihr kommt morgens zur Nordschleife, dann gibt es ein kurzes Driver-Briefing, dann kommt die Tröte,
Tore gehen auf, Pedal to the Metal all day. Das sind Open Track Day Pit Lanes. Wir fangen an, schnelle Schwaben. Habe ich oft gebucht, habe ich dieses Jahr wieder gebucht. Schrägstrich, Gehtlich. Warum? Gehtlich und schnelle Schwaben teilen sich Track Days. Sprich, ihr könnt über beide buchen, ist aber eigentlich der gleiche Track Day. Schnelle Schwaben kostet 848 Euro. Es gibt eine Drivers Lounge Mitgliedschaft, die kostet 120 Euro jährlich. Dann kostet der Track Day aber nur 699 Euro. Sprich, bucht ihr einen, habt ihr es fast drin, bucht ihr zwei, habt ihr es drin. Alle Arten von Autos sind erlaubt. Bei schnellen Schwaben ist auch mal viel los, muss ich sagen. Ich hatte viele Trackdays, wo Gelbphasen waren, wo ich gesagt habe, boah, kommt es gar nicht zum Fahren. Freie Runden auch schwierig. Ist aber nicht negativ, denn das ist halt so. Also da kann man Pech haben, da kann man Glück haben. Aber ich muss sagen, schnelle Schwaben ist grundsätzlich ein guter Trackday. Würde ich auch empfehlen, definitiv. Aber sicherlich haben die noch eine gute Ecke Potenzial, wo die Sachen besser machen können. Aber es ist auf jeden Fall ein Trackday, den ich durchweg erstmal empfehlen kann und sagen, läuft vernünftig ab. Ausschreibung ist gut, was auch für die Versicherung sehr wichtig ist. Also ist definitiv ein Trackday, kann man machen. Gehtlich, wie gesagt, der gleiche Trackday, kostet 849 Euro. Bisschen besser organisiert, dadurch, dass Gehtlich so ein kleines Zelt hat. Da gibt es mal einen Kaffee, da gibt es mal Müsli-Riegel. Also eigentlich würde ich gerne über Gehtlich eigentlich buchen, wenn ich ehrlich bin, weil es ist der gleiche Trackday. Aber ich habe diese Drivers Lounge Mitgliedschaft für 120 Euro jährlich bei Schnelle Schwaben. Deswegen buche ich immer die. Aber im Endeffekt ist das gleiche. Support wird gemacht von Mantai, sprich, habt ihr irgendwelche Geräusche, Fragen, ihr braucht mal ein Schlückchen Öl, Mantai ist da, die helfen, ist immer super. Von 8 bis 16:30 geht das Ganze und wie gesagt, Open Pit Lane. Man kann sich einen Coach dazu buchen, ein Gold Coach kostet 1790 Euro, ein Bronze Coach kostet 1390 Euro. Fragt mich nicht, wo die Unterschiede sind. Ich denke mal, was die Jungs und Mädels da so gerissen haben in den letzten Jahren. Aber für mich gilt es eigentlich nicht, einen Coach danach zu bewerten, was die mal gefahren sind, sondern vielmehr, wie derjenige es vermitteln kann. Ist halt wichtiger. Nächste Veranstalter ist Pistenclub. Bin ich einmal gefahren, 890 Euro den ganzen Tag, alle Arten von Autos erlaubt. Ich würde es vom Tempo unter Schnelle Schwaben einordnen. Von der Organisation her, okay, solide, ungefähr wie Schnelle Schwaben. Coaching oder Lizenzlehrgänge sind machbar. Und dB-Limit von 100 dB schreiben die. Lasst euch nicht abschrecken. Ich meine, Nordschleife ist immer 130 dB. Vielleicht haben sie sich verschrieben. Es gibt auch eine Clubmitgliedschaft vom Pistenclub. Die kostet 120 Euro im Jahr. Und mit der Clubmitgliedschaft kostet das Ganze halt 740 Euro. Also Pistenclub auf jeden Fall kann man fahren. Ich würde eher Schnelle Schwaben und Gehtlich fahren, aber kann man auf jeden Fall machen. Dann kommt der nächste Anbieter, trackdays.de. Habe ich dieses Jahr wieder zweimal gebucht, letztes Jahr auch schon gefahren. Ist, glaube ich, auch nur zweimal im Jahr. Ist ein guter Trackday. Am Vorabend ist zum Beispiel immer ein großes Barbecue bei Mantai. Mega organisiert, cool gemacht. Support ist auch von Mantai. Kostet 849 Euro. Der zweite Fahrer kostet 99 Euro, was übertrieben fair ist. Levelgeschwindigkeit würde ich sagen mittel bis hoch. Also ist ein flotter Trackday. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das was für Anfänger ist, bin ich ganz ehrlich. Ausschreibungen sind gut, versicherungsmäßig. Verpflegung ist solide, jetzt nicht so gut wie andere, also so wie High-End-Trackdays, beispielsweise Mantai, kommen wir gleich zu. Und wie gesagt, alle Arten von Autos erlaubt. Ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen wild, aber das passt. Also trackdays.de kann man auf jeden Fall gut empfehlen und fahren. Kommen wir wohl zu dem Veranstalter, Mantai Racing. Gut, Porsche only, leider, aber die Organisation ist unerreicht, also das ist das Beste, was es gibt. Open Pit Lane, also den ganzen Tag frei fahren, und zwar von 8 bis 16 Uhr. Geschwindigkeit würde ich einschätzen, mittel bis hoch, bis extrem hoch, sehr hoch, übertrieben hoch. So kann man es sagen, weil da fahren GT2 SMR auf Cup R wirklich unter 7 Minuten den ganzen Tag. So Fahrer sind dabei, also das ist auf jeden Fall nichts, würde ich persönlich sagen, für Leute, die noch nie auf der Nordschleife waren. Da ist man überfordert. Es gibt ein Barbecue am Vorabend mit der ganzen Mantai-Familie, ist mega geil gemacht, kostet 999 Euro. Ein Beifahrer kostet 129 Euro. Ich würde sagen, der beste Trackday, den ich bis jetzt gefahren bin. Weitere Anbieter, die ich bis jetzt noch nie gefahren bin, DSK. DSK wirbt mit sehr günstigen Preisen. Da kostet der Trackday auf der Nordschleife 500 Euro. Und wenn man eine Mitgliedschaft hat, die nur 60 Euro im Jahr kostet, wo noch ein Sportauto-Abo mit dabei ist, kostet der Trackday 290 Euro. Ich war einmal im Pflanzgarten und habe mir angeguckt, wie die fahren beim DSK Trackday, wenn dann in Gruppen wird gefahren, also in Stints. Und wenn dann so ein Stint kommt, ey, boah, das ist so wild, so voll. Ich meine, klar, der Preis, der ist verlockend, aber ich glaube, es ist sehr wild, sehr voll, sehr unterschiedliche Fahrer dabei. Und ich habe es noch nie gebucht, werde es auch nicht buchen. Schreibt es gerne mal rein. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wild, sehr viel Verkehr, sehr riskant und muss ich nicht unbedingt fahren. Dann gibt es Gran Turismo Events. Ja, das ist krass. Da gibt es einen Pokal. So viel dazu. Da wird Live-Timing gemacht, das heißt, im Devil's Diner ist ein Fernseher und dann könnt ihr sehen, wie schnell ihr gefahren seid. Ist natürlich für die Versicherungsbedingungen eine Katastrophe. Ich glaube, jeder, der da mitfährt, der weiß, wenn er wegplankt, dann ist es das gewesen. Kostet 2.900 Euro. Zwei Tage. Und sind 128 Autos max. Also nicht viel an Autos. Es geht echt um Zeiten, es wird richtig geballert. Das ist, glaube ich, gar nichts für Anfänger. Und jeder, der irgendwie sagt, er will auf jeden Fall sicher sein, dass er Versicherung hat auf einem Trackday, der sollte das nicht buchen. Punkt.
Muss man ganz ehrlich sagen. Als letztes kann ich noch sagen, es gibt die Seite All for Track, habe ich auch unten verlinkt. Das ist eine Auflistung aller Track Days. Da könnt ihr filtern, was ist beispielsweise alles auf der Nordschleife, auf dem Hockenheimring etc. Dann seht ihr genau die Preise, die Anbieter, die Termine. Ist ganz cool gemacht. Könnt auch da direkt buchen. Also All for Track, auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr einfach mal gucken wollt, was gibt es im Jahr alles, was für Anbieter gibt es. Aber die, die gut sind, die habe ich auf jeden Fall genannt. Zusammenfassend kann man sagen, wenn ihr noch nie auf der Nordschleife wart, euch dafür interessiert und auch überhaupt mal auf den Track wollt, dann würde ich mit dem Training anfangen. Mit Anleitungscharakter, wo ihr einen Instruktor habt, wo ihr Gruppen habt. Da fahrt ihr so viel, da fahrt ihr wirklich so viel, dass ihr am Schluss sagt, boah, ich muss nicht mehr fahren, reicht, wirklich. Aber ihr lernt einfach die Nordschleife, ihr lernt die Ideallinie, ihr lernt einfach erstmal, worauf es ankommt, ohne bei einem Open Pit Lane Trackday zu stehen und sagen, boah, eigentlich weiß ich gar nicht, wie vorne und hinten ist. Dann kommt noch einer auf einer Sub-7-Runde an einem vorbeigescheppert. Ja, du musst irgendwie gucken mit mehr Spiegel und allem. Da bist du so überfordert, dass du gar nicht in den Genuss kommst, die Strecke so zu genießen, weil dafür ist die Strecke auch zu schön. Du musst ja selber damit Spaß haben. Wenn du nur einen Rückspiegel guckst und dir denkst, boah, wo ist der nächste, ist nicht so cool. Deswegen würde ich mit sowas beginnen, wie zum Beispiel mit dem Sportauto-Perfektionstraining oder einem Porsche-Training oder einem Nordschleifentraining von Gehtlich. Ich werde euch berichten, ob es gut ist. Und dann mich hinarbeiten zu Trackdays. Bei Trackdays gibt es halt wirklich dann Unterschiede. Schnelle Schwaben könnt ihr gut buchen, auf jeden Fall gut. Trackdays.de könnt ihr gut buchen. Wenn ihr ein Porsche-Fahrzeug besitzt, Manta natürlich der Trackday schlechthin, sind glaube ich mittlerweile viermal im Jahr, so beliebt sind die. Aber Schnelle Schwaben, Gehtlich und auch Trackdays.de wären so die Veranstalter, die ich empfehlen würde auf der Nordschleife. Habe ich gemacht, ist gut und ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare haut. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Daumen nach oben, da freue ich mich sehr. Und wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Im nächsten Video wird es darum gehen, wie habe ich auf der Nordschleife begonnen? War eine Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Und ja, auf was muss man achten? Was würde ich jetzt mittlerweile empfehlen, wie man anfängt? Und was muss man so dabei haben, wenn man das erste Mal fährt? Worauf sollte man am Auto achten? Also Dinge. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis bald.